Tatütata. Und damit hallo. Heute gibt es wieder ein kleines Auftragsvideo. Und zwar ein Besucher meines Kanals hat angefragt, ob ich mal ein... Tatütata. Ob ich mal ein Video über die 6C33C machen könnte. Er würde diese Röhre gerne prüfen. Oder wie es möglich ist, diese Röhre mit zivilen Mitteln zu prüfen. Schauen wir mal, ob es gelingt. Und zwar bei der 6C33C handelt es sich um eine Röhre sowjetischer Produktion. Sie wurde hauptsächlich als Längsröhre eingesetzt. Sie kann bis 30 Watt Anodenverlustleistung verarbeiten. Und war mal längere Zeit ein Geheimtipp für NF-Verstärker. Kommen wir mal zuerst zum Datenblatt. Wie gesagt, die 6C33C hat einen Septarsockel. Dieser wurde hauptsächlich für Leistungsröhren und kleinere Senderöhren benutzt. Die Endung -B besagt bei den Russen, dass es sich hierbei um eine militärische Variante handelt, beziehungsweise Industrievariante mit verbesserter Qualität und engeren Toleranzen. Die Röhre selbst wird oder besitzt zwei Triodensysteme. Diese sind röhrenintern parallel geschaltet. Und somit gibt es für das Steuergitter und die Kathode nur einen Verbindungspin, so wie für die Anode, weil röhrenintern alles verbunden ist. Außer die beiden Heizfäden, die können sowohl parallel oder halt auch in Reihe geschaltet werden. In Reihenschaltung beträgt die Heizspannung 12,6 Volt bei ungefähr 3,5 Ampere. Wenn beide Heizer parallel geschaltet werden, entsprechend 6,3 Volt bei ungefähr 7,5 Ampere. Also die Heizung ist ein bisschen dicker. Wie kann man die Röhre relativ gut testen? Ich nutze eine Anodenspannung von 240 Volt. Und dort sollte ich bei minus 90 Volt Gitterspannung ungefähr 60 mA Strom, Anodenstrom entnehmen können. Bei anderen Zeichnungen ist die Linie ein bisschen mehr auf dem 150 mA Bereich. Das ist entweder schlechtes Scannen oder der Druck. Auf jeden Fall, der Strom sollte bei minus 90 Volt Gitterspannung ungefähr um die 150-160 mA betragen bei 240 Volt Anodenspannung. Das Ganze versuchen wir jetzt mal zu testen auf dem Neuberger. Ich hoffe, der Neuberger geht als ziviles Messgerät durch. Und gucken wir uns aber, ob er zuerst mal noch die Bilder an. Die Röhre selbst ist für den Einsatz in stationären als auch in mobilen Systemen gedacht. Deshalb gibt es am Kopf der Röhre drei Knubbel, um die Röhre gut arretieren zu können. Die Röhre ist auch eingesetzt worden in Flugzeugen, also ist flugtauglich. Man sieht am Aufbau des Systems, dass die Anode sehr massiv aufgebaut ist, genauso auch die zwei Kathodenröhrchen. Die Röhre ist für Radiationskühlung ausgelegt. Das ist nochmal eine etwas bessere Aufnahme der Anodenbleche. Die sehr massiv sind.
Das ist die Röhre von der Seite. Man sieht die Steuergitter. Wie gesagt, beide Systeme sind parallel geschaltet, röhrenintern. Das ist ein Blick in das untere System, also von oben. Auch hier sind die Haltestege des Steuergitters aus Kupfer, um eine möglichst gute Wärmeableitung zu gewährleisten. Und die Steuergitter haben auch oben ein Kühlblech. Dass die Wärme möglichst gut abgegeben werden kann. Wie gesagt, diese Variante ist geprüft, also militärisch abgenommen. Hier ist nochmal eine Detailaufnahme des Typenschilds. Produziert in dem dritten Monat 1975. Das ist ein Versuch, die obere Halterung zu fotografieren. Man sieht, die Röhre ist produziert, um im Betrieb möglichst gut die Vibrationen absorbieren zu können, weil sie ist, wie gesagt, flugtauglich, als auch einsetzbar in mobilen Einsatzzentralen. Hier nochmal ein Versuch, das Kühlblech für das Steuergitter zu fotografieren. Das sind die Anoden. Massiv, die Röhre wiegt ungefähr 200 Gramm, also man merkt, wenn man die in der Hand hat, das hat ein Gewicht. So, also versucht das Steuergitter zu fotografieren. Das ist der Sockel mit dem unteren System, also der untere Aufbau. Hier sieht man den Stift, der zu den Steuergittern geht. Hier ist nochmal eine Detailaufnahme des Kopfes mit den drei Knubbeln, die halt die Röhre mechanisch stabilisieren. Ganze von oben. Das ist noch mal ein Blick in die Stifte. Und das ist der Septarsockel. Und das ist die Röhre in Betrieb, wie immer mit Hilfsbeleuchtung. Die Röhre wird sehr schnell sehr heiß, weil, wie gesagt, es fließen 3,5 Ampere Heizstrom bei 12,6 Volt. Gut, das war die Ansicht der Röhre selbst.
Und da kommen wir jetzt mal zum Neuberger und das Ganze in Betrieb. Sonntagmorgen, der 10. Dezember, 10:08 Uhr. Wir starten mit der Prüfung der 6C 33C aus sowjetischer Produktion. Wie schon vorhin im Vorspann, wollte ich auf dem Papier zoomen, wie ich schon im Vorspann erzählt habe, geht es darum, dass wir 150 mA Strom gewinnen wollen, und zwar nach Datenblatt bei 240 Volt Anodenspannung und 150 mA bei 90 Volt Gitterspannung. Die Röhre ist, wie gesagt, relativ einfach konnektiert. Es ist ein siebenpoliger Sockel, der meistens bei Leistungsröhren oder Senderöhren benutzt worden ist. Die Anode ist mit einem etwas dickeren Stift markiert. Die Kathode ist indirekt geheizt als Oxidkathode. Beide Kathoden und beide Steuergitter sind röhrenintern verbunden. Ich nutze den, so ist gerade die Kamera abgesoffen. Ich nutze den Neuberger zur Prüfung, da der genug hat, Strom liefert. Wie gesagt, bei 12,6 Volt fließen 3,5 Strom, Entschuldigung, 3,5 Ampere Heizstrom. Das ist noch früh am Morgen. Und da ich diesen Sockel nicht im Neuberger habe, muss ich die Röhre wieder über die Bananenstecker bzw. Krokodilklemmen anschließen. Das heißt, zuerst wird das mit der Kreuzverteiler konfiguriert. Ich brauche natürlich eine Heizspannung. Da die Röhre indirekt geheizt ist, brauche ich eine Kathode. Ich brauche ein Steuergitter, natürlich ein negatives Steuergitter. Und ich brauche eine Anode. Der Prüfbereich ist wie immer Modus V für Verstärkerröhre, XX im 300 mA Bereich. Eingesteckt ist mein Digitalampermeter. So, und dann fehlen jetzt noch die Krokodilklemmen. Dafür lege ich die Kamera wieder in die Parkposition. So, ich hoffe, ich bin noch im Bild. Ich brauche, wie gesagt, die beiden Heizanschlüsse. Die sind wie immer gelb. Ich brauche die Kathode. Die ist schwarz. Natürlich das Steuergitter. Das ist wie immer blau, und rot ist die Anode. Da mir jetzt der Platz auf dem Neuberger ausgeht, um alles einzustellen, montiere ich die Röhre, das heißt, ich verstecke die Röhre und lege sie seitlich auf den Kasten für die Messkarten. Der ist jetzt ein provisorischer Röhrenständer. Gemäß Datenblatt, die beiden äußeren Stifte sind die Heizung. Da ich eine Reihenschaltung brauche, nutze ich dafür ein eigenes Kabel.
So, jetzt ist die Heizung schon mal konnektiert. Das zweite mit der Kathode. Das ist ein bisschen stressig mit den Klemmen, weil die überall hängen bleiben. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Steuergitter. Und über bleibt die Anode. Öffentlich. So sieht das Ganze aus in der Realität. Ich hoffe, alles stimmt. Dann versuchen wir mal das Ganze jetzt zu konfigurieren. Neuberger steht überall auf 0. Die Heizung hat schon mal Durchgang. Wir brauchen 12,6 Volt bei 3,5 Ampere. Ich weiß, ich gehe jetzt hier mal auf den 13 Volt Bereich. In die Mittelstellung beim Feinregler. Und wir gehen mal auf den eine Stufe höher, dass die Heizung eingeschaltet wird. Und korrigieren jetzt die Heizspannung. Ich bin im 20 Volt Bereich, also ist die 2 Volt Skala oben multipliziert mit 10. Und ich bin knapp drunten. Ist noch zu schwach, weil der Spannungsabfall ist zu groß bei 3,5 Ampere. Das heißt, ich gehe jetzt hier eins höher auf den 12 Volt Bereich. Bin immer noch in der 20 Volt Skala, also die obere Skala mal 10. Stelle jetzt die das mit Röhre mal ein bisschen anheizen, dass der Strom stabil bleibt. Das sind jetzt 12,5 Volt. Volt, ein paar Millivolt mehr. Wir haben gesagt, wir brauchen minus 90 Volt am Steuergitter. Das heißt, ich gehe am Steuergitter jetzt in den 100 Volt Bereich und stelle jetzt hier auf 90 Volt Gitterspannung, also minus 90 Volt. In der Anode brauchen wir 240 Volt. Mal in den 250 Volt Bereich. Messskala ist im 500 Volt Bereich. Ich komme aber nicht runter. Da die Spannung später eh einbrechen wird, lasse ich jetzt mal die auf 200
55, irgendwas stehen. Die muss eh nachgeregelt werden. Und gehen wir mal weiter. Einen Ampermeter brauchen wir natürlich auch. Es gibt keinen Kurzschluss. So, die Röhre liefert schon mal 43 mA. Die Anode ist natürlich eingebrochen. Kontrollieren wir mal alle Spannungen. Die Röhre ist jetzt warm genug. Die 12,5, Entschuldigung, ist stabil. Anode ist eingebrochen. Ich habe 240 Volt. Neuberger pumpt schön. Und das Steuergitter ist weiterhin auf minus 90. Anode ist auf, ich gehe einen Weg höher in den 300 Volt Bereich. Um die 240 Volt exakt zu treffen. Neuberger brummt. 90 Volt Steuergitter, minus 90. 240 Volt Anode und 163 mA Anodenstrom. Sie sollte etwa 150 haben. Prüfen wir immer noch die Röhre. Zum einen das Vakuum, der Vakuumtest. Der Anodenstrom ändert sich nur geringfügig, das heißt, das Vakuum ist noch sehr gut. Und den Kathodentest. Es fließt mit gedrücktem Taster kein Strom mehr. Das heißt, es gibt keinen Kurzschluss von der Kathode zum Heizer. Jo, damit funktioniert die Röhre und die ist sehr gut, weil das Datenblatt ist fast exakt eingestellt und erreicht den benötigten Strom. Als letztes mal noch die Röhre in Betrieb. Wie immer, alle Bilder sind auf der Webseite verlinkt, inklusive dem Datenblatt. Und mit diesen Impressionen verabschiede ich mich. Wünsche eine gute Zeit und bis bald.